Ja, Ja, stimmt, das ist klar. richtig. Dann 3, 2, 1. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Ranked hier auf PietSmiet TV. Heute mit allen aus dem Team PietSmiet. Heute schauen wir uns an auf Streife mit der Schutzpolizei in Gießen. Bitte lass sie tasern. Ist das jetzt der Konterpart zu Dittes Berlin? Ja, wahrscheinlich. Bitte lass die tasern. Vielen lieben Dank. Peter, du musst so eine Liste aufmachen, weil in Gießen ganz komisch ist. Geil ist. Oder Pfeffers. Da muss ich gar nicht mit der Liste anfangen. Das ist einfach Streifenpolizei, oder? Ich bin gespannt, ob ich die Ecken kenne. Kann sein. Ich wohne ja jetzt schon eine Zeit lang in Gießen und Gießen ist nicht so groß. Dann sage ich gleich, guck mal, da ist mein Supermarkt, wo es nichts gibt. Komm mal gleich. Die kommen bestimmt häufiger auch zu dir, Jonathan. Ich bin sehr gespannt, ob die eher so, wo die sind. In der Innenstadt. Ich werde in Gießen gibt es gar keine Schutzpolizei, das ist einfach ein leeres Video. 30 Minuten leere. Danke, Duke 573R. Ducke. Für das Vorschlagen dieses Videos. Jay ist ausgerastet, als er das gehört hat von mir, dass das vorgeschlagen wurde. Endlich mal Steuergelder vernünftig eingesetzt. Ja, gucken Grüße wir uns mal an alle Polizisten an dieser Stelle. Gucken. Ja. Oh yeah. Alle wollen nur, dass es ihnen gut geht. Wenn sie jetzt hier bleiben, geht es ihnen nicht gut. Das bin ja ich. Die haben mich interviewt. Bäm, Leute. Erster Witz, nur 3 Sekunden. Die kurze Ecke, bin ich rüber. 7 Beteiligte, Verletzte mit Lol, Gießen ist so groß, dass es zweispurige Straßen gibt? Ja! Ist krass, das bei Jay oder? Zu Hause? Ja! Guck mal da, eine Kantine essen. Dann können wir das nochmal genauer besprechen. Das nee, Blut ist von wem? Das Blut ist von wem? Meins. Das wird ja wild hier. Wie gesagt, die Notrufe mehr, angeblich liegt die Frau jetzt schon auf dem Boden. Nein, das ist da! Ah! Im Busbahnhof. Ah ja. Das doch, das da, wenn du ein bisschen weiter fährst, kommt Mama Afrika. Ist ein geiles Restaurant. Okay. Ich merk schon, das Video geht 3 Stunden. Hallo, ich bin Dominik, 33 Hi. Jahre alt, Polizeibeamter auf der Polizeistation Gießen Nord. Bin seit 2011 bei der Polizei und ein Jahr hier auf der Station in Gießen. Und ich bin die Katrin, 20 Jahre alt. Ich bin seit 2018 bei der Polizei und im Moment im 5. Semester beim Studium. Heute nehmen wir euch mit, einen Nachtdienst lang Gießen-Nord-Schleife. Süd haben die aufgegeben. Wir haben unseren ersten Auftrag jetzt bekommen. Es wurde ein driftendes Auto gemeldet in der Ein was? Ein driftendes Auto? Die Streife... LOL! Da, rechts ist die Justiz! Rechts ist das Amtsgericht. Ja, ja, da ja. Ist, dann Boah, weiß ich ja so genau, auf. Weil er da öfter ist. Nee, ja, ja, ich war... Der wird immer verklagt, jeden Wenn ich Samstag da die nächste Straße rechts fahre, dann kannst du zur... da war die Bundesgartenschau, da ist ein großer Park und danach das Schwimmbad. Ja, ja, kenne ich mich aus. Guck mal, da vorne fährt ein schwarzer Tesla, den habe ich auch mal gesehen. Ja. Fuck you. An die Regeln. Deshalb schauen wir jetzt, dass wir diesen schwarzen Opel Astra auf. Gießen Nord kenne ich mich können. Aber weniger aus. Und schwarze Opel Astra, ja, ja. Alter, die driften, das passt doch nicht zusammen. Ja, es ist bei uns nicht anders. What? Also wir sind jetzt die ganze lang gefahren, auch die Umgebung. Und wir, sowohl die andere Streife, haben nichts gefunden. Nix driftendes. Dementsprechend brechen wir dann hier ab. Wofür ist der Ohrhörer? Wen hört man da? Die Zentrale? Ich glaube, die untereinander, oder? Ich glaube, wir haben keine Rauschen. Also, ich glaub, genau, ist das, beides, ist das für oder? Den Funk untereinander oder kann man da die Zentrale anfunken? Meeresrauschen. Vielleicht kannst du auch beides einstellen, dass du den Funkkanal dann wechselst, wenn du draußen bist. Ja, okay. Kann Zentrale oder deinen Kollegen machen. Das ist kein Meeresrauschen, Alter, das ist ein schnarchendes Schwein. Boah, weißt du nicht, wie sie sich schnarchendes auch, Schwein anhört? Vielleicht sind es auch Wahlgeräusche. Ja, hab ich mal selber auf. Streife, Präventivstreife im Innenstadtbereich von Gießen. Wir haben aktuell keinen Auftrag. Motherfucker, ey. Guck mal, der Parker in Innenstadt in Gießen. Würde die Einsatzleitzentrale sehen, wo der Streifenwagen sich befindet und könnte uns direkt ansprechen über den Funk. Dass wir dann auch einen kurzen Weg oder auch einen direkten Weg zum Einsatzort. Gut, dass es euch zwei gibt. Die ich einzigen hatte ja am Anfang Polizisten gesagt, Gießen. Dass ich beim Studium noch bin. Das ist ein duales Studium. Insgesamt geht das 3 Jahre lang, also 6 Semester. Guck mal, dahinter sitzt einer. Jetzt im 5. Semester aktuell. Das ist der Verbrecher. Und das ist immer unterteilt in Theorie und Praxis. Das ist Mr. X. Am Anfang hat man mehr Theorie und gegen Ende wird es mehr Praxis. Ich bin jetzt 11 Wochen in der Schicht. Und danach noch mal 8 Wochen im Tagdienst. Das ist so grob auch fast das ganze 5. Semester. Und vorher hat man auch schon mal 2 kürzere Praktika gehabt, um
das, was man in der Theorie gelernt hat, nochmal zu festigen und dann auch umsetzen. Oh, da sind die gerade. Der Dominik ist mein Praxisausbilder in diesem Praktikum und der begleitet einen dann alles. Halt während den ganzen Schichtumläufen und was wird da eigentlich bei Dominik geblurrt? Teil, den man das habe ich mich auch schon gefragt. Das kann ja nicht die Nummer? Lampe sein. Könnte das die Nummer sein? Seine Polizeinummer? Die Dienstnummer? Oder? Hat die ja, keine, oder? Weil die noch im Studium ist? Das könnte ich mir vorstellen. Aber muss man die Nummer nicht öffentlich zeigen? Ist sie nicht genau dafür da? Das stimmt, eigentlich läufst du ja sowieso öffentlich damit rum. Ja, aber vielleicht kannst du ja aber jetzt damit Schmuh machen, wenn das halt im Internet ist. Dann rufst du da an und sagst, der Polizist mit der und der Nummer, der hat mich verprügelt und dann. Aber filmen nicht laufend irgendwelche Leute Polizisten? Weiß ich nicht. Ja, aber das ist ja was anderes, als wenn du im großen Internet auf YouTube zu sehen bist, als halt irgendwo auf Telegram bei irgendeinem Wichser oder sowas. Vielleicht sieht man ja später nochmal, ob das durchgehend verblurrt ist oder nur in dem einen Shot war, keine Ahnung, da. Oder ist einfach Dreck auf der Linse. Ja, wirklich. Ja, oder sein Brötchenkrummel musste weggeblurrt werden. Einfach Dreck und wir diskutieren hier. Was könnte das sein? In der Uni gelernt hat mit dem praktischen Teil der Polizeiarbeit. Wir haben jetzt einen Auftrag bekommen von unserer Einsatzleitzentrale. Und zwar fahren wir zu einer Familienstreitigkeit, wo die Eltern mit ihrem Sohn gerade nicht zurechtkommen. Wir sollen herausfinden, um was es da geht, ob der vielleicht psychische Probleme hat und gegebenenfalls dann Maßnahmen treffen. Ja, in Gießen gibt es halt nur die kleinen Sachen, ja? Die machen auch Seelenklempner. Erstmal über die Autobahn dahin. Das ist der Gießener Ring. Ja. Guck mal, schöner Untergang da, Sonnenuntergang. Ja, Gießen ist ein schöner Untergang. Ist schön. Naja, wo ist das? Kenne ich nicht. Ja, genau, machen Sie das. Genau, das ist super. Aber heute Abend ist der Ansprechpartner für Sie. Ja, okay. Also, Fakt ist, wir können Sie jetzt nicht hier zu Hause lassen. Sie haben sich eben selbst geschlagen. Es wollen doch er alle hat nur sich geschlagen? Wollen. Ich habe auch verstanden, er hat sich selbst, geschlagen. Jonathan, musst du doch wissen, das warst du doch. Sie haben sich eben selbst geschlagen, hat er gesagt. Aber darf ich mich nicht selber schlagen? So muskulöse Oberarme habe ich leider nicht. Ja, das kommt darauf an, wahrscheinlich um den Geisteszustand festzustellen. Also erlaubt wird das schon sein. Ja, aber wenn du eine Gefahr für dich selber bist, für dein eigenes Wohlbefinden, dann... Aber ich im Besitz meiner geistigen Kräfte sage, ich will mir jetzt auf die Fresse hauen, kann dann Polizei sagen, ja, darf ich nicht. Denke ich nicht, dass es ein Problem ist. Du wirst ja nur weggesperrt, wenn du für dein eigenes Leben. Wenn du dich einmal boxt, ne, dann wahrscheinlich nicht, nee. Aber wenn du vorher schon psychisch ein bisschen labil bist, dann und die Eltern da anrufen, hey, unser Sohn, der driftet gerade ein bisschen ab. Ach Leute, das ist der Sohn. Ich dachte, das ist der Vater. Nee, die haben doch gesagt, der Sohn, der ist irgendwie am Abdriften und der redet ja jetzt gerade mit dem, der sich selber geschlagen hat. Also, ja. Würde ich auch stimmen. Alle nur ihr Bestes. Hören Sie mal zu. Alle wollen nur, dass es ihnen gut geht. Wenn sie jetzt hier bleiben, geht es ihnen nicht gut. Das stimmt auch. Mein Anwalt weiß Bescheid, meine Neurologin und das Amtsgericht auch. Ich bin nicht beim Rennen, meine Hausärztin weiß Bescheid. Ich weiß nicht, was die behauptet, die ist hypnotisiert. So, anschneiden bitte. Haben Sie schon mal psychisch? Einen Moment. Ich hört. Wie ist Ihr Name, Herr Alters? Mein Name ist. Ach, wir sind nicht verheiratet. Wir sind also noch nett. Wir sind verheiratet noch vor Jahren. Wir? Haben Sie auch aus der Schule? Ist das vor der Corona-Pandemie aufgenommen? Davon gehe ich mal aus. Das Video ist hochgeladen. So. Wobei, zwischendurch konnte man ja sehen, wie die auch mit Masken 2020, unterwegs sind. Im September 2020 ist das hochgeladen worden. Also wahrscheinlich ist das dann... Ah, da war wahrscheinlich gerade wieder Lockerung. Aber oder davor aufgenommen. Das dauert ja auch manchmal, bis sowas veröffentlicht wird. Da die im T-Shirt da rumeiern, das war im Sommer dann, wo wieder locker war wahrscheinlich. Alter, auch da, ich kann auch nur empfehlen, für alle, die auf solche Dokus stehen, das SWR hat auch noch auf Streife gemacht. Da gibt es auch irgendwie 6 oder 7 Folgen, die sind auch richtig gut. Auf Streife, okay. Sind die auch in Gießen oder in Weeze? Das SWR in Weeze? Ja. Ja. Südwest? Ja. Südweeze. Ich glaube, in Weeze ist WDR zuständig. Ach. Wir jetzt auf freiwilliger Basis in die eingeliefert und brechen jetzt ab. Wohin? In die Piep? Ja, in die Piep. Verstanden. Ja, der vermeintliche Sohn war schon ein 50-jähriger Sohn. Der hat sich eben in seiner Wohnung selbst geschlagen, weshalb wir alarmiert wurden. Der leidet unter Psychosen. Er hat ganz viel wirres Zeug von sich gegeben, was total zusammenhanglos war. Also definitiv ein Fall für eine Psychiatrie. Da kann ihm erstmal geholfen werden unter einem Psychologen oder Psychiater, die sich ihm annehmen können.
er hat das auch verstanden. Wir konnten vernünftig kommunikativ auf ihn einwirken, konnten ihn auch dementsprechend deeskalierend immer wieder einfangen. Und jetzt haben wir ihn gerade zusammen mit der anderen Streife hier in die gebracht, wo er heute Abend Hilfe bekommt. Ich finde es schon cool, wie das so in Deutschland funktioniert, weißt du, so, ja, wir sind dann deeskalierend eingewirkt, bla bla bla, und dann stelle ich mir so Amerika direkt auf den Boden, weißt du, so, Hände auf den Rücken. Wie unangenehm das ist, dass die für die Kamera da diese Lichter anmachen müssen. Ja, dann sieht man viel weniger draußen. Ja. Mich stört das immer, ich dachte, wenn ich mit Lichtern Auto fahre. Ich dachte, man dürfte damit gar nicht fahren. Ich wollte gerade sagen, ja, okay, keine Ahnung. Wer soll die denn anhalten, die Polizei? Kann der mal Blaulicht anmachen? Ja, kann man mal sich reden haben, bitte? Ja, bitte. Ja, wir kommen. Also wir fahren jetzt zur Unterstützung jetzt von der anderen Station, der Polizeistation Süd. Da haben sie ein offenes Gebäude gefunden, was wohl größer ist, umstellt werden muss und noch komplett durchsucht werden muss. What? Weil möglicherweise noch Einbrecher im Objekt sind. Dementsprechend fahren wir dann auch. Ah, das ist ein offenes Gebäude. Einbrecher in Gießen, das glaube ich nicht. Ein offenes Gebäude, dachte ich jetzt, das wäre irgendwie so eine Ruine oder irgendwas. Ja, ich habe auch gedacht, wo die Penner drin rumlungern. Oder meinst du öffentliches ein Haus, Gebäude, was noch im Bau ist oder sowas? Nee, hey, die hat gesagt offenes. Also. Genau, ein offenes Haus. Ist Rewe nicht auch offen? Nee, ab 10 Uhr nicht mehr. Ich weiß nicht, guck mal, die haben schon 5 nach 11, glaube ich. In Gießen schon ab 19 Uhr zu, glaube ich. Ja. Nee. 22 Uhr. Ja, aber das ist 22 schon 5 Uhr. Nach 11. Ja, aber ab 9 Uhr morgens gibt's da nichts mehr. Ja. Verkaufen. Ja, tatsächlich, wenn dann morgens einkaufen, weil ich Angst habe, dass es da nichts mehr gibt, sonst abends. Ja, da liegt nämlich nur ein Brot. Gibt's doch morgens Battle Royale. Und wenn die fertig sind mit Kloppen, weißt du, und die sind alle gegangen, dann legen die wieder neues Brot wieder ein. Das belustigt uns. Ja, endlich. Boah. Ja, Sigi, Alter, boah, Heizer. Habe ich kurzen Taschenlampen, so also Lichter gesehen. Hat gesehen? Taschenlampe gesehen. Ah. Ja, ich hab's hier vorne? Die kurze Ecke, geh ich rüber. Ob die schon eine Waffe hat? Ich glaube nicht. Wieso schon? Ja, weil er hat natürlich eine, aber sie ist ja noch im Studium. Und deswegen hat mich nur interessiert, ob sie quasi. Vielleicht eher so Taser. Ja, oder Pfefferspray. Ja. Gießen haben die eh keine Waffen, die haben nur Taser. Hoffentlich. Taser sind cool. Taser ist auch viel cooler. Pfefferspray haben die übrigens nicht, gab keinen Pfeffer bei Rewe. Die haben Salzspray so. Die Augen direkt austrocknen. Gibt's immer morgens in der Waffenkammer von der Polizei so ein Pfefferspray. Battle Royale erneut. Über dem Objekt angekommen, was die Kollegen aufgefunden haben, wo gegebenenfalls noch Täter drin sein könnten. Wir stehen jetzt als Streife in der äußeren Umstellung und gucken nur, dass niemand vielleicht aus dem Fenster springt. Also das ist schon gefährlich, oder? Könnte. Wenn du davon ausgehst, da ist irgendwer drin, der da halt einbricht. Weil, achso, ich wollte gerade sagen, der sieht... Na Leute, da ist er! Da ist er, ja, einer. Direkt schießen! Oh Mist, war der eigene. Gerade oberster Stockwerk, haut ihn um. Ich habe ihn genau gesehen. Könnt ihr beschreiben? Also hier sind mal, also bei mir ist es halt einmal in der Nachbarschaft richtig abgegangen. Da war ein relativ großes Gebäude, wo es dann abends Alarm gab mit roter Sirene, so Alarmsirene, ging die Alarmanlage los. Innerhalb von kurzer Zeit kamen dann ganz viele Polizisten und das Haus umstellt. Das war wild. Da habe ich schön gegafft. Bist du rausgegangen? Weiß ich nicht. Also keine Ahnung, ob da jemand dran war oder nicht. Das weiß ich nicht. Okay. Dann hatten wir auch ich mal nicht, hier bin da nicht hingegangen, habe gefragt. Auf deiner Straßenseite ist eine Baustelle und eines Nachts auf einmal ging es da richtig steil und kamen mehrere Sixer und dann haben die ganze Baustelle umstellt und dann haben da wohl Leute irgendwas geklaut. Was kam da? Sixer? Ja das Sixpack. Ist so diese Vans mit den Leuten. Ja. Kannst weiter gucken, aber ich muss kurz in die Tür. Okay. Ja, die Kollegen haben gerade das Objekt abgesucht. Die haben dort niemanden antreffen können, haben praktisch das Objekt negativ gemeldet und wir können jetzt hier wieder abbrechen und unseren Streifentätigkeiten nachgehen. Kurze Frage bei dem Bild. Scheiße, bei dem Bild. Dem leuchtet doch im Dunkeln eine Kamera, volle Kanne in die Augen. Wieso sind die Pupillen so erweitert? Weil der auf Drogen ist. Ich glaube auch.
Ich muss aber sagen, bisher ist das echt entspannt, in Gießen Polizist zu sein. Also, ja, wir haben da noch so einen Drifter gesucht, den haben wir aber nicht gefunden. Und ja, da soll ein Einbrecher sein, den haben wir aber auch nicht gefunden. Das Gießen ist ja auch im Gegensatz zu Berlin eine vernünftige Stadt. Ich glaube auch. Also, ich denke, vielleicht Gießen suchen die Berlin, auch nicht ordentlich. Ja, die haben sich die guten Sachen fürs Ende aufgespart. Am Anfang halt klatschert so das jetzt so und jetzt geht gleich ab. Da gibt es halt nicht so große Kriminalität. Ich könnte mir auch eher vorstellen, Polizist in Gießen zu sein als in Berlin. Alleine schon jeden Sonntag da zu den Demos und so. Gießen hat also, auch, hat Gießen ein großes Stadion? Nee, ne? Wo spielt FC Gießen? Welche Liga? Im Waldstadion. Mega. Welche Liga? Also im Wald. Ja, weil du hast ja, wenn du zum Beispiel in der Stadt bist wie Berlin oder Düsseldorf in diesen Großstädten, hast du ja alleine schon jedes Wochenende so ein Großevent, wo die Polizisten raus müssen, allein zur Sicherung von erste, zweite Bundesliga oder so. Ja. Es gibt die Gießener 46ers. Die sind in der ersten Basketballliga. Ja, ist bestimmt krass. Ja. Die sind krass. Die 60.000 Zuschauer da jedes Mal. Ja, ey, ist deutscher Meister 1978 geworden, ja? Ja. Mhm. Einmal. Das fühlt halt auch gut, mit Leib und Seele. Ja, richtig komplett krass. Das randalierende Volk sein wird. Also. Ey, sind 17. letzte Saison geworden, ja? Jetzt mal nicht hier, ne? 17! Blöd. Gesucht. Die haben dort niemanden antreffen können, haben praktisch das Objekt negativ gemeldet und wir können jetzt hier wieder abbrechen und unseren Streifentätigkeiten nachgehen. Hallo. Dakar-Rumpfer. Geht's dir gut? Ganz gut. Ah, ja, guck mal da beim Türmchen. Direkt am Turm. Wir hatten nur gesehen, dass sie am Schlafen waren. Dann dachten wir, ne, bevor sie... Lange Arbeitswoche da. Passen sie nur Wertgegenstände auf, ne, dass sie gleich zwei Handys da liegen haben. Ja, hi Al. Ja, alles super. Okay, danke. Gut. Aber schön, dass so Polizei präsent ist, dann ist das auch ein bisschen eine damals sichere Runde. Ja, dafür sind wir ja da, ne? Ich höre regelmäßig HR-Info. Im Regen sitzt er da. Da. Schön, ja. Nee, ich finde es schön, wenn Polizei da ist. Ich habe noch ein Delikt dagegen. Komplett Strulle. Hallo. Ich bin da vorne in dem großen blonden und blauen T-Shirt. Ja. Neben dem steht ja so einem grünen T-Shirt. Ja. Wenn ihr da vorbeifahrt, könnt ihr da ganz kurz gratulieren. Der hat Geburtstag. Das wäre so was? Cool. Was? Das muss die Polizei in Gießen machen. Oh, herzlichen Glückwunsch, Taser. Einfach nicht herzlich, einfach nur aus dem Auto raus tasern, Jay. Aber mit wie viel. Ich dachte erst, mit wie viel Panik zu sprechen. Hey, sind Sie denn da vorne in dem blauen T-Shirt? Ja. Den daneben in dem grünen? Ja. Können Sie denn zum Geburtstag gratulieren? Ich hab mich angefummelt. Ich bin gerade schon sexuell belästigt. In Gießen ist das alles entspannter, liebe Leute. Deswegen ist das hier schön. Mhm. Mhm. Dankeschön. Gerne. Also alles Gute zum Geburtstag. Ordentlich feiern lassen. Sehr gut. Schönen Abend noch. Ciao. Aber nichts Illegales machen. Danke. Darf ich von Ihrer Kollegin. Was ist denn da los? Meine Nummer steht auf dem Auto. Bestimmt am Döner-Dreieck. 110. Ja. Ja. Gerade, warte, ja. Private Nummer. Das ist die gleiche. So, wir müssen weiter. Ihr Rücklicht ist kaputt. Boah, nein, das ist unangenehm. Mal reparieren lassen. Ja. Auf jeden Fall, bevor Sie die Polizei besoffen. Erwischt, ne? Ja. Alles klar. Jetzt geht's ab. Das gleiche, der Geburtstag hatte. Verstanden, wir verdrängt. Also ich finde es voll krass so tatsächlich. Ja, dass die gerade so, also wie ruhig die geblieben sind, als der eine sie ja einfach schamlos so nach der Nummer. Hat doch nur nach der Nummer gefragt. Was soll er denn sonst machen? Aussteigen auf dem Boden? Was soll er denn da machen? Komm, was heißt du da machen? Komm, ganz ehrlich, das gehört sich ja wohl nicht. Nee, gehört sich auch nicht. Aber Bram, das wird wahrscheinlich normal sein. Ich wollte gerade sagen, also. Ja, nur weil das normal ist, heißt das ja nicht, dass ich das nicht anfange. Nee, aber das hat die wahrscheinlich schon so oft erlebt, dass die schon so ist, so. Aber es ist doch die beste Art zu reagieren, um. Eine Situation nicht eskalieren zu lassen. Also, du siehst die Leute ja wahrscheinlich nie Taser wieder sehen. Oder vielleicht, ne, man sieht sich mal zwei, vielleicht siehst du die Person nur einmal, aber warum willst du ich da ich finde die Antwort, meine Nummer steht am Wagen, die geilste Antwort ist überhaupt. Ist mega eigentlich. Smart. Ja. Na, ihr Konter ist ja gut, ich rede ja auch nicht von ihr. Nein, ich weiß, ich meine nur allgemein finde ich das eine gute Sache, das war nicht auf dich bezogen. Ja. Geht nicht immer nur um dich. Oh, lecker. Ich bin dran, Flatrate-Feller. Platzwunde, keine Kontrolle. Chaos! Also, wir fahren jetzt zur HRE.
hessische Erstaufnahmeeinrichtung. Da wurde uns jetzt eine Schlägerei gemeldet mit mehreren Beteiligten, auch schon Verletzten. Hast du einen Vogel im Ohr, hörst du was? Ja. Was ist das denn? Da möchte ich mal ganz kurz erwähnen, ja. Alle, die im Straßenverkehr sind, ja, lernt endlich, wenn ein Auto kommt von hinten mit Blaulicht, dann dürft ihr über eine rote Ampel fahren, um Platz zu machen. Ja, ihr sollt nicht mit 200, ja, du sollst nicht mit 200 km/h natürlich in die Kreuzung reinfahren, ja, aber du kannst dich ruhig langsam in die Kreuzung reintasten und die Autos da durchlassen. Ja, das ist wichtig. Ja. Da reg ich mich jedes Mal drüber auf, weil wenn ein RTW kommt oder so und dann stehen die da alle so und die ganzen Leute so, oh, ich weiß nicht, was ich tun soll. Alter, mach Platz, Junge! Das war jetzt gerade kein Problem. Weil dann gießt nichts los. Wo so, ist das jetzt? Ist das eine Erstaufnahme könnte ein Flüchtlingsunterkunft sein. Es gibt auf jeden Fall ein paar Flüchtlingsunterkünfte in Gießen. Da war mal, Gießen war halt mal ehemalige Besatzungsstadt mit amerikanischer Besatzung halt. Die haben davon sind noch Gebäude da quasi. Ich denke mal, dass das dort halt ist. Ich weiß das nicht. Okay. Das schien recht außerhalb zu sein. Ja, das ist ein bisschen außerhalb. Gut. Mal wieder zurück. Zurück. So, was haben wir? Diejenigen, die Stress davor gemacht haben, sind jetzt nicht mehr hier. Mach mal eine Meldung, bitte, dass hier nichts mehr im Gang ist. Im Gang ist? Komm immer zu spät. Ja, ist mir aufgefallen. Weil das ist entspannt, weißt du, wenn die wissen, die Polizei rückt an in Gießen, dann wissen sie, dann müssen sie ruhig sein. Weißt du, da ist halt nicht disrespectful, ja? Also, nein, die Leute waren ja nicht mehr da, die da Stress gemacht haben. Den einzigen, den wir bisher gesehen haben, war der Polizist, der eingebrochen ist, der im obersten Stockwerk war. Ja, der Dude, der sich selber geschlagen hat. Ja, und der Dude, der sich selbst geschlagen hat. Yes. Den haben sie gekriegt. Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung wurde gemeldet, eine Schlägerei zwischen 8 Personen mit auch verletzten Personen. Letztendlich war es vor Ort nicht mehr ganz so wild. Es war keine Schlägerei mehr im Gange. Die Parteien hatten sich schon ein bisschen getrennt. Es kam zuvor zu Streitigkeiten um Geld, wo einer der beschuldigten Personen letztendlich sein Geld mit dem Nachdruck von Pfefferspray ein bisschen eintreiben wollte. Uff. So wurde uns zumindest berichtet. Dann, das konnten wir auch wahrnehmen, weil eben noch ein Pfefferspray-Geruch auch dort im Raum vorhanden war, wodurch wir ein bisschen rauen Atem gerade haben. Und danach kam es zu einer Schlägerei von den beiden Personen. Gute Einstellung. Ja, gut, dass wir die gesehen haben. Gut, dass wir das gesehen haben. Das war wichtig. Piep, 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 piep. Aber ist da jetzt noch was passiert mit diesem Pfefferspray-Einsatz und der Schlägerei? Nee. Okay, die ist jetzt vorbei. Ist halt gut, dann ist da halt kümmert sich wahrscheinlich irgendwer anders drum. Ja, wahrscheinlich, naja. Ne, ja. Mhm. Das war halt auch, die kommt über Nacht mit einem Eimer und schüttet irgendeine unbekannte chemische Flüssigkeit über die Pflanzen und über das Gartenhäuschen der Nachbarn. Geht ja gar nicht! Alter. Das geht aber wirklich nicht. Aktuell hat sie die Dame jetzt wieder erwischt. Die hat sich jetzt wieder in ihr Haus zurückgezogen. Guckt euch das bitte mal an, ob man da irgendwie eine Probe sichern muss, ob das wirklich eine chemische Flüssigkeit ist. Gegebenenfalls, ich habe schon mit dem KDD gesprochen, würde der mit dem Proberöhrchen rauskommen, dass man das sichern kann. Guckt euch das bitte mal vor Ort an, was das ist. Ja, verstanden, machen wir. Oha, Alter, jetzt Kleingartenkrieg in den Gartenlauben. Jetzt geht ab. Wir sind von der Polizei. Die zwei sind gerade runtergegangen, die schütten ständig auf mein Haus und die... Uns wurde das andersrum geschildert. Können Sie mal bitte runterkommen, dann können wir das nochmal genauer besprechen. 12 und 1 für den 21. Alter, so ein Nachbarschaftskrieg, ne? Ja. Ist so ätzend. Also, die haben in meinen Garten gekackt. Verschüttet, ja. Das konnte man sehen anhand der Bilder, die hier gemacht wurden. Jetzt hat es natürlich drauf geregnet. Frag bitte mal beim KDD nach, ob die das trotzdem sichern können oder ob das überhaupt keinen Zweck macht. KDD. Ja, beim KDD. Ja, wir sind jetzt als Schleife hier vor Ort. Hier wurde angeblich eine giftige Flüssigkeit auf dem Hof verschüttet. Wir müssen uns da ein Bild von machen. Jetzt konnten wir eben anhand der Bilder, die gemacht wurden von den Zeugen, nur erahnen, wo die Flüssigkeit noch sich befindet. Es hat leider ein bisschen drauf geregnet. Jetzt haben wir mit dem Kriminaldauerdienst telefoniert, beziehungsweise wurde gerade abgeklärt, ob die trotzdem eine Bodenprobe sichern können.
Und da sind wir das Zusammenspiel zwischen Kriminalpolizei, Kriminalpolizei. Wir als Schutzpolizei sind immer die, die erst vor Ort sind, die sich erstmal einen Überblick verschaffen müssen, was ist passiert. KDD. Wo können wir eventuell schon Folgemaßnahmen jetzt in Angriff nehmen. Das haben wir jetzt gemacht. Und jetzt kommt eben dementsprechend die Kriminalpolizei ins Spiel, die die passenden Materialien dafür hätte, um die Spuren herzusichern. Sie haben ja jetzt gerade eben irgendwas... Einfach die Kriminalpolizei, einfach das ist einfach die Abteilung, die rund um die 24-7 da ist. Durch Schichtsystem. Ja. Ah ja. Der ist bestimmt richtig hart dann zwischen 22 und keine Ahnung, 6 Uhr morgens zu arbeiten in Gießen. Da geht's bestimmt richtig ab. Ja, ich muss Bodenproben machen. Ja, ja. Dass irgendwer hier eine Flüssigkeit verschüttet. Das hätte ich ganz gerne, dass Sie mir das einfach nochmal in Ruhe erklären. Können die nicht mal Licht anmachen? Vom Fenster geschrien. Die schütten mir ständig hier auf mein Eigentum den ganzen Mist. Wer denn? Hier die nebenan. Zwei sind um 0 Uhr. Warte mal, wie bei 0.40 Uhr hier runtergegangen. Und das geht hier schon seit Monaten, dass sie ihren Mist hier rumschütten. Okay, gut. Was ist denn für ein Mist? Die habe ich mir mal bestellt zu einer bestimmten Zeit, damit sie sich einstellen können. Was machen sie? Sie kommen 5 Minuten später und klingeln noch. Ja, da stellt ihr alles, wenn das geht alles automatisch, da stellt ihr immer alles ab. Da müssen sie kommen wie die Kriminalpolizei in Zivil und dass sie gar nicht erst sehen. Ja, observieren. Das ist voll Dreck, das geht hier. Ja, aber das ist ja deren Grundstück, das ist denen ja überlassen, wie die das machen. Aber trotzdem, wenn es regnet, löst sich das Zeug aus, das tropft da runter, die Dachen sind ja auch da hinten, ist kaputt. Dann läuft das hier rüber und bleibt bei mir hier vor der Tür stehen. Ja. Haben Sie eben eine Flüssigkeit hier hingeschüttet? Haben Sie irgendwas hier hingeschüttet eben? Wenn das so penetrant wird, dass Sie es in der eigenen Wohnung nicht mehr aushalten, dann können Sie nur ein bisschen Seifenlauge nehmen und das da mal drüber schütten. Haben Sie ja das gemacht eben? Da war ich da hinten, da machen die das immer. Da kommt das seit Monaten. Also haben Sie einfach Seifenlauge. Das heißt, du nimmst ein bisschen Spüli ins Wasser und dann bist du fertig. Okay. Was soll ich denn da machen? Aber das haben Sie gemacht eben, ja. Haben Sie eben mal ein bisschen was verschüttet da? Das Spüli habe ich dann. Aha! Taser Sie! Okay, aber Sie hören bitte jetzt auf, Seifenlauge hier bei den Nachbarn hinzuschütten. Das darf man nicht. Ja. Schlafen Sie gut. Das kann man in der Wohnung nicht mehr aushalten, weil da Wasser in die Rinne läuft? Nee, aus Ihrer Perspektive ist das ja nicht Wasser von den anderen. Von den Wassern ist das ja irgendwas, was stinkt. Und darauf hat sie dann Seife geschüttet. Das ist Putzwasser, Wischwasser oder was auch immer, die einfach da die aus dem Fenster kippen oder so Quatsch. Nee, die hat doch gesagt, aus der Regenrinne, da ist irgendwie Schmodder drin und das läuft da raus und bei ihr quasi ans Haus ran. Ja, was soll das sein? Eine Crackbude oder was? Aktuell formt sich da war einfach nur da war doch nur so ein kleiner Schuppen. Da wohnt gar keiner. Nee, das war doch nur so eine kleine Gartenlaube. Ich glaube, einfach sehr viele verwirrte Menschen. Ja, bisher auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, was da los ist, aber irgendwie... Aber wobei, die werden wenn man wenigstens der in Gießen folgt. Gehört, im Gegensatz zu Berlin zum Beispiel. Ja, da gibt's die ist halt auch Kapazität. Ich glaube, die Berliner Polizei hätte jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt Zeit dafür, da mal gucken zu gehen, oder? Ja. Weil die Kriminalität... Ja, wir haben das anders halt gelöst. So wir haben extra Gebäude für die eingerichtet. Haben wir Bundestag getauft. Wow. Also wird nicht viel passieren. Ja, das ist ja... verträglich, sagt man so schön. Auch hautverträglich. Ja, aber was sollen wir da machen? Das ist am besten, wenn wir jetzt einfach in Ruhe lassen sie schlafen. Mhm. Okay. Vielen Dank. Gute Nacht. Tschüss. Ja, wir waren hier vor Ort, haben uns das Ganze angeschaut. Die Kriminalpolizei kann leider hier nichts sichern. Da es drauf geregnet hat, können die leider jetzt hier keine Proben entnehmen. Kein Spüli. Wir haben mit der Dame gesprochen. Aber komm ganz ehrlich, woher weiß die Kriminalpolizei das denn? Die hat gesagt, Spüli, ja? Jay. Ja, genau. Die hat ja gesagt, das ist Spüli. Das kann ja wer weiß was sein. Ne? Ja. Aber woher weiß die Kriminalpolizei, dass die keine Proben mehr nehmen kann? Die sind ja jetzt nicht vorbeigekommen, haben das getestet. Sondern nee, die sollten nur extra gucken. Also deswegen waren die beiden ja da. Ja, wenn das so verdünnt ist durch das genau, das ist halt versickert. Ja, aber dann kannst du mit dem bloßen Auge gar nicht bewerten. Ja, aber du weißt doch, wie viel geregnet. Die Polizei kann das. Die Polizei kann dass die Spurensicherung relativ genau weiß, ob du da große Rückstände noch findest oder halt nicht. Ich denke auch. Die werden die Lage beschrieben haben und dann hat KDD gesagt, ne, das wird nichts, Leute. Lauge gehen wir doch nicht raus. Möglicherweise könnte das auch die Antwort sein, dass ich für die Seifenlauge nicht keinen Bock habe, rauszukommen. Wir entnehmen Gliedmaßen aus. Ja.
Was? Wir nehmen Gliedmaßen? Beruhigen, dass alles in Ordnung ist, dass sie bitte es unterlassen soll, die Nachbargrundstücke mit Flüssigkeiten zu beschütten. Sie hat dabei eingeräumt, dass es Seifenlauge war. Oha. Herr Gießen ist wildes Pflaster. Ja, ja. Ich muss sagen, da waren schon ganz schön viele Fälle und bisher ist noch keiner verhaftet worden. Das finde ich alles belastend. Doch, der eine Verwirrte, der sich ja selber geboxt hat. Den haben sie ja nicht verhaftet worden. Er ist freiwillig mitgefahren in eine Hilfsinstitution. Ja. Ja, Gefängnis. Nein, eben nicht. Das ist der Unterschied beim freiwillig. Einsatzzentrale, das in eine Schlägerei mit an die 20 Personen stattfinden. Wer ist da? Stadtgebiet sind für mich alle Streifen dorthin entsandt. Wir treffen uns gleich und fahren dann geschlossen dort zum Einsatzort. Oh, das ist da! Das ist ein super geiles Restaurant. Das Beste in Gießen. Mit Abstand. Direkt unter der Brücke. Wie weit ist Gießen eigentlich von Wiesbaden weg? Wie heißt denn das Restaurant vor allen Dingen? Knossos. Knossos. Ist das Knossos. Ein griechisches Restaurant? Ein mediterranes. Okay. Das beste Restaurant. Wird das nicht auch dann griechisch sein? Gießen. Du kannst da, glaube ich, auch Tzatziki bestellen, ja. Was war denn los? Dann muss es griechisch sein. Wir lassen aber die sind schon wieder weg. Ja, das schon wieder! Von wem? Das Blut ist von wem? Ich habe ihn gerade auf die Zunge gebissen. Die Zunge gebissen? Ja, ja. Glaube ich nicht. Wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Es gibt keine anderen. Die sind überall voll mit Blut, ne? Am Hemd, Schulter, neben an der Seite. Zeig uns mal die Hände. Ja? Ey, ganz ehrlich, ja, ich finde, da sollte die Polizei jetzt mal nicht so einen Aufstand machen. Wenn sich der junge Mann auf die Zunge gebissen hat, dann wirklich, kann man doch mal glauben, dann können die doch einfach wieder gehen. Er hat sich auf die Zunge gebissen, da hat er gemacht. Ja, genau. Die Innenseiten. Ich würde gerne gucken, diese Hände haben noch nie gearbeitet. Noch nie gearbeitet? Das ist auch nicht so gut. Nice. Diese Hände haben noch nie gearbeitet. Dann arbeiten Sie doch. Über die Glücksritter. Dann arbeiten Sie doch. Ja, aber nicht mit der Hand. Nee, ist alles gut. Naja, wenn jetzt alles gut gewesen wäre, wären wir nicht hier. Hallo? Sie bleiben noch ganz kurz alle Mann hier. Ich meine, hier das ist die Blutspur, ne? Zum Auto hin. Aber es hat die vorne geschehen. Sie hat mich abholen wollen, meine Freundin. Die wohnt hier gegenüber. Was ist denn mit Ihrer Nase passiert? Bitte? Was ist denn mit Ihrer Nase passiert? Drauf gebissen. Ich wollte was hinterhalten, ich habe es gesehen und auf den Boden gefallen. Ich bin auf den Boden gefallen, halt. Ja. Aber wenn die sich da jetzt prügeln, weißt du, so ein paar Leute, ja, und danach sagen, okay, Leute, wir haben uns jetzt geprügelt, das war's, und lasst niemanden Anzeige erstatten. Dann ist okay, dann kann die Polizei nichts machen. Ist das okay? Ja, dann, was soll die Polizei denn machen? Die haben ja keine Beweise und wo kein Kläger, da kein Richter. Da bin ich mir nicht so sicher. Das ist eine gute Frage. Kann ich der Kläger sein? Außer es gibt, glaube ich, öffentliche, also es gibt Aufnahmen davon, wo die Polizei halt Beweise davon nehmen kann. Also woher sollen die sonst wissen, was passiert ist? Die können ja nicht sagen, okay, hier sind drei Leute mit blutiger Nase. Nee, das nicht, aber selbst wenn die da zugeben, darf ich mich mit einem kloppen und wenn wir beide sagen, das war okay, dann ist das gut? Wahrscheinlich. Nennt man das nicht Boxsport? Also ist das in Amerika ist das ja gerade quasi passiert. Der eine haut ihm auf die Fresse vor laufender Kamera. Und der andere sagt, ja, ist mir egal, das passiert halt. Gibt's keine Untersuchung dann, oder? Ja, das ist in Amerika. Gedacht, wo kein Kläger, da kein Richter. Ja, so wie ich das gerade meinte. Genau, aber kann die Polizei nicht der Kläger sein? Ja, ich weiß es halt nicht. Wer müsste einfach mal öffentliche Unruhestiftung. Ich glaube, du kannst aber auch angeklagt werden. Ja, guck mal, also ich glaube, da ist doch niemand. Ich glaube, du musst immer Anzeige erstatten, sonst. Oder irgendjemand. Viel. Anlieger. Ja, genau. Ja. Mit der Nase. Wie viele Polizisten auch sind. Wir sind jetzt hier, jetzt ist zu spät. Ganz einfach. Herr Gießen, hier kam es zu einer Schlägerei zwischen zwei Personen. Der in dem Fall Beschuldigte ist nicht mehr hier. Der Geschädigte war noch vor Ort, möchte aber keine Strafanzeige erstatten, hat leichte Verletzung an der Nase und ein paar blutige Knie, weil er auf den Boden gefallen ist. Alle Streifen brechen jetzt ab hier. Beim Einsatz eben, wo die Schlägerei gemeldet wurde, war auch eine Wachpolizeistreife schnell vor Ort. Die Wachpolizei unterstützt uns hier in Gießen bei den ganz normalen Aufgaben der Landespolizei, hat originär die Aufgaben vom Objektschutz oder Personentransporte. Aber hier arbeiten wir wirklich als eine Polizei zusammen. Der einzige Unterschied ist eben, dass wir Polizeibeamte sind und die Wachpolizisten Angestellte vom Land sind. Wir haben aber beide definitiv einen sicheren Job.
Und ja, hier in Gießen arbeiten wir eigentlich als eine Polizei zusammen. Wir unterstützen uns bei allen Angelegenheiten. So muss das sein. Das ist ja mega smart von der Beamten, die anderen sind Angestellte. Ja. Genau, die sind Angestellte. Die verdienen wahrscheinlich auch nur die Hälfte. Ja. Oh, die Sperren. Also wir haben eine Kontrollstelle jetzt aufgebaut hier. Voll ist die Galerie in Gießen. Geil. Mit der Streife. Wir winken uns jetzt ein paar Autos hier raus und schauen mal, ob die Fahrer alle fahrtüchtig sind, ob sie vielleicht Alkohol konsumiert haben. Da bin ich schon ein paar Mal lang gefahren. Ja. Wir lassen es einfach mal auf uns zukommen. Der Verkehr ist nicht ganz so hoch, das Aufkommen. Wenn du die Straße runterfährst, in die andere Richtung kommst du direkt zum Knossos. Geradeaus geht's zur Innenstadt direkt. Ich glaube, deswegen sind die, das bestimmt ist, weil das Restaurant so gut ist, sind die da sehr häufig in der Nähe. Weil das Einzige ist. Nee, die gehen da wahrscheinlich selber gerne essen. Und dann Pause. Halt da. Wenn du jetzt da links fährst, also wenn du vorher noch links abbiegst, da ist noch eine Straße, die ist nicht zu sehen, da kommst du ins Bootshaus. Das ist auch lecker da. Guck mal, Gießen hat auch ein Bootshaus. Ja. Wie Köln. Ja. Rollstelle aufbauen können und das auch mit zwei Streifen absolvieren können. Schönen guten Abend. Alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, alles gut. Haben Sie den Führer schon dabei? Ja, der liegt nur leider im Kofferraum. Liegt im Kofferraum. Oh, Sie haben einen süßen Mitfahrer. Liegt der denn im Kofferraum? Vielleicht in der Jacke oder so? Der ist aber echt so putzig. Ja. Oh, schönes Auto. Okay. Alles in Ordnung. Gute Fahrt. Vielen Dank. Kommen Sie gut nach Hause. Das war jetzt so useless. Danke. Was also, denn? Das muss halt mal gemacht werden. Nein, allgemeine Verkehrskontrolle. Nicht. Sonst kriegst du die Leute nicht, die betrunken fahren. Ich wollte auch gerade sagen, wenn du wartest, bis halt die einen Unfall haben, ist halt. Ja. Also, das ist doch Prävention, oder nicht? Mhm. Ja. Klar, bei der überforderten Berliner Polizei gibt es sowas halt nicht. Das, nee, schon das hat nichts mit der Berliner Polizei zu tun. Ich finde da tatsächlich irgendwie Schwachsinn. Hä, nein, wirklich? Wenn du weißt, an einem Samstagabend an einer Partymeile und drumherum hast du so ein paar Streifen, also die Leute kontrollieren. Also im Karneval kannst du davon ausgehen, wird hier in Düsseldorf gerade Richtung Stadtausgang, es gibt hier so viele Streifen. Umso Events und so weiter, definitiv. Aber er sagt ja selbst, heute ist nicht viel los und so weiter. Und dann denke ich mir wofür? Ja, aber warum denn nicht? Also mich als Autofahrer, ist das ja kein großer Umweg, wenn ich da mal für zwei Minuten halten muss. Nein, nicht für mich als Autofahrer. Ich denke mir so, die können ja Zeit ja irgendwas machen, was vielleicht sinnvoller ist. Aber die sind halt Polizisten in Gießen, in der Zeit gibt es nichts Sinnvolleres zu machen. Was soll denn das jetzt? Ja, das ist gut, weil wir halt wenig Kriminalität haben. Das ist gut. Die sollen das machen. Ich finde das gut. Allgemeine Personenkontrollen durchführen. Ich finde das gut. Ja, und zwischendurch tasern. Allgemeine Fahrzeugkontrolle. Ich hätte gerne erstmal Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein am besten. Oh, das Handy liegt da nicht gut. Ich würde Ihnen raten, tatsächlich das einfach irgendwo in die Mittelkonsole oder sowas zu legen. Weil das Handy zwischen den Beinen. Nein. Ja, weil selbst wenn Sie das in der Hand haben während der Fahrt. Hab ich gelassen. Hier, warum? Ja. Wir haben nichts gesehen. Alles gut. Jawohl. Also von daher. Und sowieso habe ich von Bluetooth. Ja, sehr gut. Ich telefoniere, ich gucke, habe ich alles hier. Ja, es ist nur in Zukunft. Das ist mal schön, wenn das Handy wenn Sie das selbst. Ja, genau, deswegen liegt er zwischen meinen Beinen. Wenn Sie es einfach nur in der Hand haben, weil es irgendwo runterfällt, weil ist das dann nicht, sind dass das schon 100 Euro ein Punkt. Die Funkwellen deine Hoden schädigen. Willst ja, du das nicht? Ich glaube auch. Ich dachte, das ist doch gar das ist ja im Flugmodus. Ah ja, okay. Das, warum sollte das dann vibrieren? Das ist auch geil. Ich habe einen Alarm eingestellt, alle halbe Stunde. Fuck you. Ciao. Das finde ich tatsächlich gut, dass es da diese Gesetzesänderung gab, mit dem Handy in der Hand halten, ist gleichzusetzen mit Handy benutzen. Weil da haben sich ja so Leute rausgeklagt, die haben gesagt, nee, ich habe mein Handy nur in der Hand gehalten, ich habe das aber gar nicht benutzt. Und dann haben die gesagt, ja, dann weiß man das. Ja, und dann mussten die halt nicht zahlen und haben keine Punkte gekriegt. Ja. Ja, komm, niemand hat sein Handy in der Hand. Schönen guten Abend, die Polizei. In der Hand. Bitte kurz den Motor abstellen. Danke. Innenraumbeleuchtung mal anmachen. Und Sie arbeiten im Restaurant und fahren jetzt noch was essen. Ja, wir haben Hunger. Deswegen. Schmeckt's ja nicht, oder was? Nee, nicht deswegen. Ach so. Tisch halt schon zu. Die kommen aus dem Knossos. Okay. Kann ich nicht haben immer beim eigenen auch? Restaurant essen? Ja. Darf ich den Namen bitte? Gerne. Verstanden, danke. Jetzt geht's ab. Alles klar. Soweit alles in Ordnung. Ja. Kommen Sie an, lassen Sie gut schmecken. Jetzt geht's ab. Wir sind den Ausweis, Bitch. Sind Sie bösen? Die fragen doch in der Zentrale dann immer nach, habt ihr irgendwas bei der Ausweisnummer? Hallo?
Fahren Sie noch ein bisschen vor, bitte, dass wir im Heck von der Straße kommen, auf die komplett linke Spur. Hallo, ganz kurz mal einen Motor abstellen, bitte. Fitness. Fitness? Ja, trainieren. Nachts? Ja, ist besser als. Echt? Der hat seine Zeiten. Okay. Ja, lass mich halt trainieren, also, Digga. Ich schlafen, wenn ich zu Hause bin. Ja, wirklich so. Viel Spaß beim Training. Naja, vielleicht geht das halt in Gießen. Schönen Abend noch, tschüss. Es ist ja auch eine generelle Sache, eine Polizeipräsenz zu zeigen, ist halt auch nicht falsch, ne? Ja, ist ja. Nicht falsch. Deswegen. Ja, aber der gibt einem echt das Gefühl, als würde er einem nicht glauben. Ich bin ja, okay. Auf selbst wenn du, aber ganz ehrlich, selbst wenn du mir nicht glaubst, geh mir nicht auf den Sack, Alter, ich kann morgen zwei joggen gehen. Um die Uhrzeit machen Sie also Fitness. Alter, ich betrüge gerade meine Frau. Eine bessere Ausrede habe ich gerade also, nicht. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass das verboten ist. Nee, das war nur gerade. Aber der impliziert das so, als wenn das erstmal suspicious ist. Ja, das liest du nur rein. Das ist einfach die Art. Jetzt ins Fitnessstudio fahren und mag noch ein bisschen trainieren. Nachts um 2.38 Uhr. Würde mir besser das einfallen, wenn ich zu Hause wäre. Gut, um 2.38 Uhr glaube ich ihm dann aber auch nicht. Straße. Dann gehen wir hier in Berlin in McFit. Ja, ja, okay, Berlin. Auch in Köln. Gießen. McFit Gießen. Rund um die Uhr geöffnet. Ja, okay. Gibt's also doch auch. Wusste ich nicht, dass die McFits auch rund um die Uhr geöffnet sind. Schon weg? Wo lang denn? Ja? Schon weg. Okay. Oh, das ist bei Kim Fat. Der kann voll geil Sushi essen. Da rechts oben. Voll geil, das ist der Markt immer. Da die Straße lang. Also, wir hatten eben die Meldung, dass hier eine Schlägerei stattgefunden haben soll, als wir eingetroffen aber sind. Natürlich war ist aber natürlich wieder alle weg. Ja, klar. Es soll auch keiner mit uns reden. Hat uns auch keiner sagen wollen, awesome, was wirklich passiert ist. Wir sind hier an einem Ort, wo in Gießen letztendlich auch immer ganz viel los ist. Das nachts. Stimmt. Ja, nennt sich das berühmt-berüchtigte Döner-Dreieck. Ja, das Döner-Dreieck, da ist es. Ich sag es doch, Leute, das kennt man, das Döner-Dreieck. Das habe ich vorhin auch schon benannt. Du mal aus Gießen ja, wegziehst, Jonathan. Das Döner-Dreieck und das Elefantenklo. Das sind. Wenn die Polizei mal Unterstützung aus der Bevölkerung braucht, Leute, Jay ist verfügbar. Ja. Er kennt sich aus in Gießen. Irgendwie haben wir noch nicht so viel erwischt heute. Nee. Was denn? Es gibt halt nicht so viel. Oder die rennen alle immer weg. Ich glaube, die müssen nicht mal rennen. Wenn du dich mit jemandem geschlagen hast und weißt, irgendwer hat die Polizei gerufen, würde ich auch nicht da stehen bleiben und sagen, hallo. Ich warte dann mal. Kurz noch gewartet. Ein Heranwachsender noch eine Mahlzeit zu sich nehmen. Ja, wir sind jetzt mit zwei Streifen hier, zeigen ein bisschen Präsenz. Was? Ein Schraubenzieher. Schraubenzieher? Ja. Da haben wir keinen dabei. Was brauchen Sie den denn? Ein Schraubenzieher. Wofür brauchen Sie den denn? Ein Taschenzieher. Eine Tasche zuschrauben? Ja. Das wird schwierig. Das wäre echt cool. Der hätte nicht schreiben sollen, aber das wäre echt mega cool. Leider nicht. Holen Sie mal einen Kumpel von der Straße. Alex. What the fuck? Du bist doch noch so angelabert. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Das passiert ganz häufig. Frag mal die Leute, die irgendwie der Streife laufen auf dem Kiez in Hamburg. Also, ja. Würde ich mal Polizei anlabern. Ja, gut. Ein bisschen Mut angetrunken, ja, im Peter. Ja, fünftes Semester machen wir dann die Studenten. Das ist das Rathaus. Das ist das Rathaus. Daneben ist der Kinopolis, wo ich Batman geguckt habe. Zur Kriminalpolizei gehen. In der Zeit fahren die Studenten dann bei uns auf Streife. Meistens, so wie die Katrin, als ja, vollwertiges Streifenmitglied. Ich versuche dann eben auch, dass wir so als Streife agieren, wie wenn die Katrin auch schon ihr Studium beendet hätte. Weil ich das für sehr, sehr sinnvoll empfinde, dass man alles so macht, wie man es auch später machen müsste. Weil in einem Jahr ist sie fertig mit ihrem Studium, sitzt vielleicht an einem Streifenwagen, wer weiß wo, vielleicht in Gießen sogar. Und dann muss sie genauso ihre Frau stehen, wie jetzt auch schon. Und dementsprechend versuche ich schon ganz viel Vertrauen ihr entgegenzubringen, überlasse ihr die Aufgaben schon sehr selbstständig, versuche dann immer nur helfend einzugreifen, einzuschreiten, wenn vielleicht was gerade gar nicht funktioniert, was bisher aber noch nie vorkam, dass etwas gar nicht funktioniert hat. Und das ist aber der Stil, den jeder Praxisbilder so ein bisschen für sich selbst entwickelt. Ja, wenn die Karte dann hier fertig ist, geht sie zur Ermittlungsgruppe, hat dann noch 8 Wochen Praktikum und dann geht es nochmal ins 6. Semester für sie. Das ist nochmal ein reines Semester an der Schule, wo es dann die letzten Klausuren hoffentlich positiv absolvieren wird und die Bachelor-Thesis schreibt. Und ja,
dann ist das Studium vorbei. Oder Döner-Dreieck in Gießen. Ich wusste gar nicht, dass man das studieren muss. Also, dass du halt dann da so ein Dualstudium hast. Polizeiristik? Ja, dass du da auch noch was anderes machst, keine Ahnung. Aber dass du nur allein das Polizeiwesen halt machst? Ja, bist du dann nicht Kommissar? Nee, Kommissar bist du nicht. Wie heißt das denn dann? Keine Ahnung. Nicht. Die haben aber jetzt, wenn ich das richtig letztens verstanden habe, haben die Schwelle, die Einstiegsschwelle, die Bewerbungsschwelle dafür runtergesetzt, weil sie dann doch Probleme haben, den einen oder anderen dann noch zu bekommen. Weil es eben durch dieses duale Studium Theorie und Praxis sehr, sehr abwechslungsreich ist und auch sehr viel Spaß macht. Ich selbst habe eine super Studienzeit gehabt mit super Kollegen, wo wir heute noch Kontakt zu haben. Eine Ruhestörung wurde gemeldet mit lauter Musik und der Mitteiler wurde wohl auch schon mal von den ruhestörenden Personen irgendwie ein bisschen dumm angemacht. Das Ganze am Marktplatz. Deshalb war am Ende ein bisschen spannend. Ja. Irgendwie gibt es nur Ruhestörung, wenn ich Wrestling spiele oder so. Wenn wir das jetzt live gucken würden gerade, ja, würde ich eine Wette aufmachen, ob die erwischen oder nicht. Also der Ausbildungspakt schreibt, für den gehobenen Dienst braucht man üblicherweise Hochschulreife oder Fachhochschulreife. Für den mittleren Dienst ist die mittlere Reife nötig oder ein Hauptschulabschluss mit abgeschlossener Berufsausbildung. Was ist denn der gehobene Dienst und der mittlere Dienst? Ja, das wäre die nächste Frage. Gehobener Dienst. Weil ich finde halt so, Streife ist halt so das Normalste, oder? Gehobener Polizeivollzugsdienst als Kommissaranwärter müssen 3 Studienjahre mit anschließendem Bachelor absolviert werden. Kommissar. Ja. Kommissar ist scheinbar gehobener Dienst. Ich habe leider nicht mehr eine Ahnung, was ein Kommissar ist. Ist ein Kommissar schon krass oder ist das Kommissar? Ist auch, dass du Bürozeit, glaube ich, hast, dass du dann da auch so ermittelst. Ja. Kriminal. Also die Fächer in deinem ersten Jahr sind Kriminalistik, Kriminaltechnik, Einsatzlehre, ja. Eingriffsrecht, Strafrecht, Staatsrecht, Verkehrsrecht, Ethik, Psychologie, Politikwissenschaft, Soziologie, interkulturelle Kompetenz und öffentliches Dienstrecht. Boah, das sind so viele Sachen, die ich alle nicht habe. Ethik, ja, das ist zum Beispiel. Da kennst du dich. Das ist schon abgefallen. Sport- und Schwimmprüfung. Ja, kann ich auch nicht. Ausgemacht. Haben wir eine Konkretisierung zu der Personengruppe, die da gemeldet wurde? Guten Abend. Merkt ihr, dass das immer dieselben Ecken sind dort? Von wo kommt ihr? Döner-Dreieck. Naja, okay. Ist da dran. Sie hatten die Pylone in der Hand eben, ne? Sie. Die stand neben einem Mülleimer. Deswegen dachte ich, es wäre abfallen, hab da ein Megafon draus gemacht. Ja. Sie sind mit der Pylone über den Marktplatz gelaufen und haben da reingetreten. Nach dem Marktplatz hatte ich die Nase. Ich bin einer der intelligentesten Menschen in Gießen. Ja, sehr schön. Danke. Ja! Das bin ich. Nein, das ist offensichtlich nicht. Ich bin einer der intelligentesten Menschen in Gießen. Ja, und das tröten über den Platz mit einem Pylon. Ja, herzlichen Glückwunsch. Nee. Was nicht? Auf gar keinen Fall. Oder? Nein. Guck. Das ist ja riesig. Ja, da kannst du toll mit tröten. Meinst du das, glaube ich? Klar. Wir sollten vielleicht den intelligentesten Mensch von Gießen fragen. Na, das geht. Intelligente Lösung. Oder meint er eben, er wäre der intelligenteste hier in Gießen? Im Leben nicht, den hast du einiges voraus. Oh, jetzt geht's ab. Dann mit Blaulicht den Pylon wegbringen. Ja. Da hat wieder einer. Oh, jetzt geht's zum Meckes. Da links ist Meckes. Da. Zack. Haben vorbeigefahren. So, wieder zum Döner-Dreieck. Ja. Hat der da zu? Angeblich liegt die Frau jetzt schon auf dem Boden. Oh. Oh, jetzt ist er wirklich ruhig. Jetzt gibt er auch ein bisschen mehr Gas. Lautes Geschrei weiterhin zu hören. Bitte? Wo sind sie denn jetzt? Ja, wieder bei der Galerie. Da haben sie auf der anderen Seite der Kreuzung da hinten haben sie die Streife gemacht. Verstanden. Genau da unter der Brücke. Ah ja. Hey, die Straße kennen wir sogar. Rechts geht zu Knossos. Ja, genau, sag ich ja. Das ist alles. Du hast in Gießen, kennst du jetzt. Das ist aber auch gut geraten. Du kannst einfach bei jeder zweiten Straße sagen. Guck mal, rechts geht's zum Knossos. Ja, du hast halt, wenn du über die Brücke fährst, da hast du da schon so ein gewisses Ballungsgebiet, würde ich sagen.
Okay. Wo vielleicht mehr unter der Brücke war Knossos, oder? Gemeldet, dass ein Mann wohl eine Frau schlage. In hier genau der Straße, in die wir jetzt gerade reinfahren. Davo, die sind schon weg? Ja, da sind wohl mehrere. Nee, ich hoffe jetzt mal nicht. Die Frau liegt ja noch da. Die Frau liegt wohl am Boden. Ja, das ist jetzt auch das große Finale. Das geht nur noch 4 Minuten. Ja. Jetzt muss wirklich mal Action sein hier. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Ja, mir geht's ja gerade nur, dass der Hund auf die Straße kommt. Ist voll Strom. Natürlich. Haben Sie irgendwas genommen, was nicht gut ist für Sie? Nein, ich will nur, dass der Mund gut wird. Was sind Sie? Ich will nur, dass das ist eine interessante Frage, muss ich sagen. Okay. Das nicht gut ist für Sie, ist so eine schöne Einstellung. Wenn ich das total voll geschüttet habe, würde ich auch sagen, so nö. Heroin ist super für mich. Hat vorhin Eier mit Speck. Ich kann dann viel besser denken. Digga, Digga. Ist der Digga? Ja, hab ich auch verstanden. Nee, Digga. Ja komm, haben die auch gesagt. Alter, wenn man sein Hund Digga nennt. Wir fahren Digga, sitz. Sitz. Wir sind am Arbeiten. Nee, sitz, Digga. Ja, und dann kriegen wir in 2 Minuten wieder einen Anruf, dass sie sich zoffen. Ja. Ja, die Anwohner beschweren sich halt auch. Ne? Ich weiß, also aber ich kann noch nicht ändern. Ich will aber weggehen gerade. Haben Sie irgendwelche Freunde oder irgendwas, wo Sie heute Nacht mal übernachten können? Wir gehen so eine Runde spazieren. Ja, das wollt ihr gerade machen. Gute Idee. Dann machen Sie das mal. Und ein Taschentuch. Vielleicht. Ich hab nichts. Möchten Sie ein? Ja, das ist halt schon scheiße, wenn du so einen fetten Streit hast und du dann halt einfach nicht weißt, wo du hin sollst. Was du auch nicht die Möglichkeit so hast. Das ist halt, du bist echt gefickt. Was ist das für eine Haltung? Ich habe das jetzt öfter schon gesehen. Am Anfang habe ich gedacht, das ist einfach nur, damit die bequem sind. Die halten sich immer oben alle an der Weste die Hände. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Ist das, wenn man von da aus schneller agieren kann oder so? So eine Schutzhaltung? Also quasi gegen die andere Person, ja, das könnte sein. Ja, weißt du, weil von da aus sind die Hände irgendwie schnell, also schneller oben, meinst du? Mutmaßung. Ich glaube, die also verdecken damit ihren Dienst, ihre Dienstnummer immer. Da glaube ich tatsächlich. Weil irgendeinen Grund wird das haben. Ja, das kann bestimmt Zuschauer in die Kommentare schreiben. Das ist ein Reaktionsding wahrscheinlich. Aber die, das ist mir bei dem Dominik auch schon öfter aufgefallen, der hat die Hände immer oben an der Weste. Vielleicht ist das wirklich bequem, weil deren Taschen voll sind. Oder die, wenn die in die Tasche die Hände machen wollen, einfach dann immer an die Waffe kommen oder so. Scheiße. Natürlich, Peter. Dann ja, macht so Ring. Schießt dem ins Bein, richtig belastend. Das ist tatsächlich interessant, weil das passiert echt häufig. Also das würde ich auch so sagen. Das siehst du richtig häufig so politisch. Aber vielleicht ist das auch so ein bisschen breiter machen oder so. Ey, würde mich mal interessieren. Vielleicht schreibt das jemand in die Kommentare. Ja. Wir lagen wahrscheinlich komplett daneben. Ja, das hat die auch wieder Dreck gemacht. Nochmal bezüglich der Streitereien. Das war das Großfinale. Die beiden Parteien haben jetzt einfach ein bisschen länger gebraucht, um sich zu trennen, haben es letztlich aber doch geschafft. Er will jetzt einen längeren Spaziergang machen. Verstanden. Mhm. Guck mal runter, Marktplatz, da laufen wieder so mal der große Pylone in der Hand rum. Der Oberintelligenz ist back. Ich habe auch mit keine Pylone angefasst. Also gut, dann nimm mal alle Ausweise. Jeder einen Ausweis. Jeder. Kommen Sie mal ein bisschen mit rüber. Jetzt hat er gar keinen Bock mehr. jetzt ist vorbei. Hör auf Scheiße zu labern, Leute. Jetzt zeig ich die Ausweise. Die ist mir heilig, Freund. Jetzt müssen wir langsam mal jemanden festnehmen hier für die Kamera. Ist da hinter der Bushaltestelle, steht da der Pylon? Ich glaube, das gehört zu dem Mast. Wir haben gerade über Funk gefragt. Haben Sie lass einfach die Pylone zurückmachen. Nein, ich möchte nicht, dass wir Ausweise haben. Einmal die Ausweise bitte von allen. Er macht es jetzt ja auch mit den Händen wieder. Nein, wir geben unsere Ausweise. Wir haben doch gar nichts gemacht. Wieso? Ich hab das getan. Lass das nicht aufpassen. Hast du auch so gemacht? Warum schreibt sie jetzt da so Notizen auf? Ja, die Ausweisnummern. Oder einfach nur, um so auszusehen, als würde man die aufschreiben und dann schreibt sie in Wahrheit drin. Keine Ahnung, Quatsch. Wer das liest, ist Einkaufsliste von morgen. Paprika, Zwiebel. Dann können Sie die Pylone schon mal wieder zurückstellen. So 2x9? Ja. Diese Pylonen, ne? Das ist ein ganz großes Ding in Gießen. Ja, das ist eine richtige Story, ey. Ich hab die rausgemacht von dem Straße, wo er auf dem Straßenmeter gestellt hat. Ich hab rausgemacht. Also sehen Sie mal, da haben wir ja doch die richtigen 5 angetroffen. Komisch. Ja, aber ich wusste das nicht. Also nur ich hab beide haben mir das gemeldet. Das war mein Fehler. Wieso bin ich denn nicht früher? Ja, dann sehen Sie das. Ja, dann hören Sie doch einfach auf jeden Fall. Aber erstmal die böse Polizei, ne? Tut unschuldige Leute jetzt hier. Das tut mir leid. Das ist nicht so, aber wir haben doch einfach Druck gemacht. Jetzt geht's nach Hause, oder was? Nein, nein.
Ja, mit dem Bus, das ist halt sechs für Zeit, oder? Nüchtern aus. Alles klar. Weniger Bier. In Ordnung. Macht's gut. Guten Abend noch. Tschüss. Okay. Ciao. Ciao. Und wieder kein Fest genommen. Ja, ist eine gute Sache. Polizeipräsenz ist da. Aber das Buch ist bald voll. Ich weiß zumindest jetzt, in welche Ecken von Gießen ich nicht ziehen will. Stöhner-Dreieck nicht. Haben erzieherische Maßnahmen ergriffen. Sie durften die Pylone wieder zurückstellen. Und laufen jetzt nach Hause. Danke, dass es euch gibt. Ja, wirklich. Das ist auch cool, dass es die gibt, aber ja. Für die Doku war das nicht optimal. Ja, aber es ist ja auch falsch. Ja, warte, die können ja auch nichts dafür, dass die halt keinen da finden. Genau, das ist ja auch falsch. Das ist richtig, aber hätte man einen anderen Tag. Dass bei der Polizei ständig was abgeht und dann kommen die in den Polizeijob und dann merken die, boah, ist eigentlich voll nicht so wie im Fernsehen. Aber das ist doch gut, dass die Realität so dargestellt wird. Ich meine, wenn du jetzt extra einen Tag nimmst, wo du. Vor allen Dingen, wie willst du das machen? So, ey, Leute, was meint ihr? Samstags, na, werden da mehr Leute eingeschlossen? Nee, das nicht, aber Christian, ja, Feuer und Flamme ist auch nicht interessant, wenn die Mülleimer löschen. Ja, aber darum geht's ja nicht. Also genau. ich will ja keinen. Dann gucke ich mir so einen geskripteten Reality-Shit an. Nicht geskripteten Reality-Shit. Als wir Feuer und Flamme geguckt haben, ist das doch auch aus Gelsenkirchen die Feuerwehr. Ja, aber du siehst doch gerade, da passiert nichts. So, das ist das nun mal. Genau, der Unterschied ist auch, dass Feuer und Flamme vom WDR produziert ist für die Unterhaltung und dieses Video jetzt von Polizei Hessen Karriere ist. Genau, ich denke mal, das soll den Einblick ja in den Alltag geben. Da soll ja nicht suggerieren, ja, aber wenn die Polizei nachts auf Streifen vom SWR guckst, das fand ich besser gemacht. Ich weiß ja auch vom SWR, Bram. Das ist ja genau das, was Jay meint. Ja, aber ich kann das doch trotzdem kritisieren. Dass mir das halt zu langweilig war. Das war mir halt zu langatmig. Du hättest halt das Ganze auch schneller abspielen können. Selbst wenn du einen ruhigen Alltag darstellen möchtest. Ich fand das halt ein bisschen zu wenig, das, was passiert ist, dafür, dass eine halbe Stunde passiert war. Ja. Ist halt ein Karrierevideo. Ich fand das schön, mal Jace Gießen zu sehen. Ja, ich fand das auch schön. Ich fand das berühmt berüchtigte Döner-Dreieck und die krassen Pylonen. Ja, das Döner-Dreieck, das ist ein großes Ding in Gießen. Ja, jetzt sagen die noch kurz hier was am Ende. Unsere Nachtschicht bei der Polizei Hessen hier in Gießen. Zu jedem Einsatz gehört natürlich auch ein bisschen Schreibarbeit. Die müssen wir noch nachholen. Wir wünschen uns eine gute Nacht und euch einen schönen Tag. Vielen lieben Dank euch. Das wirklich auch, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, natürlich danke an alle Einsatzkräfte, auch wenn das jetzt, wenn da so viel nicht so Aufregendes war, ist natürlich trotzdem gut, dass ihr da seid und das macht das hieß doch hier, all cops are beautiful. Genau. Ja. So sehe ich das nämlich auch. Er ist halt nicht Toto und Harry. Vielen lieben Dank, dass das noch eingereicht wurde. Ja, ist ja jetzt hier gerade für aus Gießener Perspektive nochmal spannend, weil wir hier unseren Streis Jonathan aus Gießen haben. Und, wir können auch gerne eine Polizeifolge mal aus Berlin gucken. Ich glaube, da wird es ein bisschen actionreicher. Ja, danke, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten React. Haut rein. Tschüss. Tschö. Ciao.